müsstest du die Wahl haben, die DLC-Kampagne. Aus der Asche, Testperson. Testperson 2923. Überall anders haben sie es Englisch betitelt. Nur hier. Normal, schwer, Albtraum oder Apokalypse? Mach mal schwer. Ja. Ich glaube, für schwer sind wir gerüstet. Okay. Achso, was? Geht schon los? Geht schon los oder was? Wie jetzt? Das ging aber schnell. Ich war noch gar nicht fertig. Ich auch nicht. War doch gar nicht bereit hier. Habe ich die Aufnahme schon hat gestartet. Der Marco auf einmal den Stein angefasst. Ja. Sollte ich nicht. Ach, alles gut. Das heißt, Hoffnung zu haben, ist das, was einen Menschen ausmacht. Morgen wird alles besser, sagen wir. Immer und immer wieder. Bis wir sterben. Vor einem Jahr habe ich die Welten bereist und den Träumer getötet. Den Menschen, den die Saat benutzt hat, um die Erde zu befallen. Als ich den Turm verließ, dachte ich, dass der Krieg endlich zu Ende sein würde. Aber die Saat ist immer noch hier. Ford denkt, dass wir die Antwort in den alten Stationen finden werden, von denen wir noch nie gehört haben. Also bin ich auf dem Weg zur Hauptstation, wo alles begann, und hoffe, die letzte Verbindung der Saat zu unserer Welt zu finden. Danach sollte alles besser werden, da bin ich mir sicher. Das ist ein bisschen fast forward. Ich wollte gerade sagen. Aber mehrfach. Ich denke, dass wir fast da sind. Laut Ford sollte die Hauptstation direkt da vorne liegen. Was wäre denn für ein Ramirez? Ich weiß nicht, wie manche hier draußen leben konnten. Die Saat kann sich anschleichen und man kriegt es gar nicht mit. Also wenn man mich fragt, ist das gruselig. Da gefallen mir Betonmauern und ein verrosteter Turm doch besser. Na, mir gefällt es. Ruhig, friedlich, finde ich geil hier. Was? Nicht alle haben es so gut, Bro. Wer ist Bo? Kennen wir den irgendwo? Er ist Bo, keine Ahnung. Ja, aber kennen wir den irgendwo her? Nein. Ach komm, mir gefällt's hier. Das ist die Ruhe vor einem Angriff. Hier draußen kann man auf nichts vertrauen. Ich bin dankbar, dass ich der Station dienen kann. Aber lange könnte ich so nicht leben. Wie machst du das nur? Wie machen wir das denn? Ich mache das nur für Altbezahl. Ja, eigentlich schon. Das ergibt wohl Sinn. Das ergibt wohl Sinn. Aus welchem Grund auch immer, ich bin froh, dass du zu uns gekommen bist. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei dieser Mission. Na, wenigstens einer von uns beiden. Und damit willkommen zurück zu... Remnant, fromm den Ärschen. Genau. Falsches Spiel. Fromme Ärsche. Und zwar dem DLC, dem ersten... Ne, den zweiten. Ne, den zweiten, den ersten haben wir ja nicht gespielt. Weil der auch Wurst war. War halt nur so ein Survival-Modus und eine neue Map. Ne? Und das ist jetzt hier Testversion. Testversion. Testversion 1234. Testversion 1337. Nein. Testperson 293 hast du nicht gesehen. 2937, glaube ich. Wer ist denn Bo? Keine Ahnung. Ich darf ihn nicht abschießen, das ist ja nicht wichtig. Oh, ach du Heilige! Na, da wird doch die Ratte in der Pfanne verrückt. Es sieht genauso aus wie in Station 13, nur kleiner. Laut Ford soll sich die Hauptstation in den Bergen dort oben befinden. Es sollte nicht allzu schwer sein, sie zu finden. Hey, es wäre vielleicht eine gute Idee, beim Commander vorbeizuschauen, damit die Station weiß, dass es uns gut geht und dass wir hier draußen einen Stein gefunden haben. Okay. So etwas habe ich noch nie vorher benutzt. Hey, dabei wird mir doch nichts Seltsames hier. Ah, Neulinge. Also ich wollte gerade sagen, das ist doch nichts Neues hier. Kennen wir doch alle schon. Ja, aber der nicht. Das war hier so eine Nulpe, der uns mal kurz den Weg gewiesen hat. Jetzt hier, oh, boah. Oh, kann man hier Trecker fahren? Nee, scheinbar nicht. Oh. Das Spiel lässt uns nicht. Ich würde gerne Viecher mit Treckern kletten. Irgendwie erinnert mich die Aufmachung gerade an Hunt Showdown hier. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Was vielleicht auch an meiner Kutte hier liegt, aber. Ja, stimmt. Aber mich erinnert es auch ein bisschen an hier Ratten hier. Vermintide. Vermintide, genau. Fermentide. Fermentiert. Fermentiert. Nee. Nicht eine für jeden von uns, da war nur einer. Ja, bisschen wenig, ne? Könnten ruhig mehr spawnen.
Aber der Stil ist cool. Also ich finde es echt schick, wie hier gerade so auch das Licht so durch die Bäume ja, sehr so schön. Durch. Ja, aua! Sehr gut auch. Renn mir doch nicht vor die Flinten, nee, doch. Immer das Baby hier. Und dann wundert er sich, warum er im Nahkampf stirbt. Ich habe vergessen, dass es hier, hier Gegenbeschuss gibt. Friendly Fire, genau. Ja, leider gibt's das. Was soll das denn heißen? Ich bin nicht schuld, ich habe nichts gemacht. Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Das erinnert mich aber mega oh an Gott, Vermintide. Das wird ja immer besser. Ziemlich. Lass mal nach. Zu den kämpfen doch. Komm schon, stirb einfach. Ja, wir hatten schon mal kurz wieder reingespielt, damit wir nochmal reinkommen in die Spielmechanik. Aber da haben wir auch schon festgestellt, dass sie mit den ganzen Patches viel auch umgemodelt haben. Einiges geändert haben. Ja, zum Beispiel meine wundervolle Heilrüstung, wie wir sie alle geliebt haben. Also ich habe sie geliebt. Ich wollte gerade sagen, wie wir sie alle? Alle. Alle haben sie geliebt. Die funktioniert nicht mehr. Ich hätte gerade schon wieder fast ein... Ich hätte dir gerade schon wieder was in den Kopf geschossen. Jetzt zieh dir was anderes an. Du siehst aus wie so ein Stück Holz. Ja, ich meine, du hast ja recht. Die bringt mir eh nichts mehr. Also von daher ist es egal. Wird nicht mehr lange dauern, bis du eine neue Rüstung hast, wa? Nö. Also jetzt, wo sie nichts mehr bringt. Es ist so unnütz geworden. Es ist so schade. Aha, wer ist der Sniper jetzt? Du oder ich? Aha, wer ist der Sniper jetzt? Du oder ich? Wer hat hier reingekommen? Was ist das hier denn für Magier? Vorsicht! Oh. Teleporter. Nee, das ist Beschwörer. Ja. Aua! Ruhig. Boah, ihr macht das schon nicht gut die ganze Zeit. Wie bitte? Hey, nimm mir nicht meinen Job weg. Ja, klar, unser Job. Ja, da brauchst du nicht mal reingehen. Oh, alles schon gelootet. Nicht wahr sein. Beklagt sich in anderen Spielen darüber, dass ich alles wegloote und dann ist das selber. Ja, jetzt muss ich nachholen. Der alte Kürzwerk hier. Moment, wo ist er? Was, wer hat da hier, hat irgendwas Pushing gemacht? Ich sagen, hier ist irgendwo noch so ein, irgendwas Fetteres. Jetzt klaut er uns schon hier die Monster. Oh, noch ein Level Up. Ach ja, stimmt, du hast dich ja so krass auf Leveln, Levelklau gelevelt. Leveln gelevelt. Leveln gelevelt? Das ist 300% Erfahrung, mein Freund. Ach stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Hatte ich nicht so einen Reset-Stein? Man hat auch jetzt einen Reset-Stein bekommen. Hast du das schon gemacht, Marco? Nein. Ah, warte mal, lass mich nochmal gucken. Ob ich baller. Wartet mal. Welches war nochmal die Eigenschaft, mit der man so... Oh, hier ist Oszillierendes. Krass. Ja, dann nicht. Ein Kring des Knochenarbeiters. Der Knochenarbeiter? Das bin ich. Du suchst nach... anders. Was ist denn ein Überraschungsangriff? Erhöht Schaden von Überraschungsangriff. Das ist das, was Marco immer macht. Nobody expects a Spanish in public. Ja, okay. Marco, was habe ich gesucht? Ja, Wissen der Ältesten suchst du. Ah, Wissen der Ältesten. Ach ja, das, was ich nicht habe. Stimmt. Ja, stimmt. Da war was. Na gut, dann erhalte ich keine schnelle Erfahrung. Ist egal. Du kannst ja aber den Ring anziehen. Den Ring der Weisen hast du. Aber dann sehen uns die Ringgeister. Ist mir doch scheißegal. Du solltest mal beim Hobbit rumlaufen. Sollen, oder? Das hat sich Frodo auch gedacht. Nein, setz sie nicht auf, dann sehen nicht die Ringgeister. Ist mir doch scheißegal. Mir doch scheißegal. Zack. Weißt du, ziehst die Uzi und hältst drauf. Genau. Schon. Lord of the Rings with Guns. War das noch bei Pistol Shrimps? Ja, ja. War bei Pistol Shrimps. Oh, hast du Freude mitgebracht. Aua. Hast du mich gerade angeschossen? Ich nicht. Das kann doch Marco gewesen sein. Aber du kannst meine Frau fragen. Er hat sich so vorwurfsvoll zu mir umgedreht. Mist. Das passt nicht mehr. Ich nicht. Ach ja. Das Ding hier ist doch eindeutig offen. Oh Mann, Map-Architektur. Kann man hier durch? Haben wir eigentlich irgendeine Richtung? Ah, hier ist eine Tür. Oder ein Tor. Ein Tür. Ein Tür.
Eine Dörr. Ich guck mal, ob die überhaupt aufgeht. Nee, ist verschlossen. Das ist also eine, die wir von der anderen Seite wieder aufkriegen wahrscheinlich. Ja. Von da oben kommen wir, oder? Ja, okay. Nee, Frithjof geht schon richtig. Okay. Natürlich gehe ich richtig. Ich gehe da, wo noch nichts aufgedeckt ist. Offensichtlich, dass ich dann richtig gehe. Ja. Wow, wer sind die denn? Die kenne ich noch nicht. Der Mond eigentlich ein Ei? Was? Wow. Ei? Also wenn man so, wenn du den so oben links im Bild hast, dann ist der doch eindeutig nicht mehr rund. Also wenn du nicht direkt drauf starrst, meine ich. So, du meinst, wenn du ihn in der Ecke hast, da ja, am Rand des Bildschirms? Ja, ja. Ja, Field of View, deine Fischaugen verziehen das ein bisschen. Was, ich hab keine Munition mehr? Da los. Man, die Gegner sind voll unangenehm. Die sind immun gegen Schaden. Die sind so lange immun, wie sie nicht mehr ausweichen können. Die haben so die Speed Force irgendwie. Oh nein. Voll der Flash hier. Wollte gerade sagen. So lange immun, bis ich sie abballer. So lange immun, bis sie tot sind. So lange immun, bis sie nicht mehr ausweichen können. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er ruhig. Die Stamina-Bar von Dark Souls, Alter. Alles genau wie in Dark Souls. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis man bricht. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen an gestern. Aber naja. Ah, immer mehr Referenzen. Ich brauche Muni, Leute. Hä? Wer trampelt hier? Bei Frithjof. Kann mir jemand mit dem falschen Thomas hier helfen? Ja, ich mach das. Aua, wow, was war das? Wer schießt denn hier mit mir? Das ist der falsche Thomas. Ist ja noch ein anderer. Oh, wir haben neun Bogenschützen. Hier liegt übrigens Heilung, Leute. Auch Muni. Keine Heilung. Muni. Aua. Ist keine Munitionskiste dabei? Stimmt, ich habe eine Munitionskiste dabei. Du bist ein wahrer... Wahrer. Bin versorgt. Habe ich irgendwas zum Seuchen heilen? Nein, aber hier vorne ist ein Checkpoint. Sehr gut. Das ist genauso gut. Also setzen wir uns erst an den Checkpoint und dann... Wozu habe ich jetzt meine Munitionskiste genommen? Frithjof. Ich habe selber gerade eine verbraucht, Mann. Mann, Mann, Mann. Ach ja. Ja. Haben wir den Thomas denn jetzt umgebracht? Ja, der ist weg. Ja. Jetzt ist er wieder da. Was? Aufpassen! Bodenschütze! Aufpassen! Bodenschütze! Was denn? Wer macht hier eine Flare? Flare? Irgendjemand hat hier ein Leuchtzeichen in den Himmel gegeben. Oder war das die Heilfähigkeit? Was kriegt er für seine Heilfähigkeit? Oh, hat noch nie den Effekt dazu gesehen. Wer macht eine Flare? Nee. Ich habe bis jetzt immer erst... Ja, da ging so ein Lichtschuss in den Himmel. Ich habe bis jetzt immer nur das grüne Leuchten auf dem Boden gesehen. Ich glaube, es ist auch neu. Ich glaube, es war damals auch noch nicht so. Ha. Oh, Belagerung der Scheune. Das klingt, als würden wir hier eine Belagerung machen. Oh, wer ballert hier? Oh Gott, hier sieht man ja richtig beschissen. Was seid ihr denn? Rattenmenschen? What? Was ist Vermintide? Das ist Vermintide! Stirb, Ratte! Sogar mit Maschinengewehren auf. Der Krug geht so lange zum Mund, bis man bricht. Zack, zack, Muni, Muni, Muni. Boah. Heck. Heck. Ich muss nagen. Wer ist noch auf die Bank? Schon dran. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Keine Ahnung, ich verbarrikadiere mich hier. Oh, da hinten ist ein Magier, da kommt gleich ein Magier rein. Alter, so viele. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Oh,
einmal raus, wirst du gleich wieder abgeballert. War hier nicht mal eine? Ist sie tot? Wo ist die Ratte? Leben wir noch welche? Aua! Ja. Lebt noch so einiges, glaube ich. So weiß ich nichts davon. Das ist jetzt meine Wurst, Bruder. Ich bin jetzt gerade hier auf dem Dach und rette euch hier mal von oben, ne? Sehr gut, das ist gut. Wow, aua, das ist schon ein netter Wert. Wow, Ninja-Ratten. Oh Gott! Lasse Ninja-Ratten! Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt in Kamigawa oder was? Das wäre schön. Die sehen ja ziemlich cool aus. Ja, ich dachte, ich muss gleich den In-Game-Sound noch ein Stück leiser machen. Versuchst du mich hier zu dropkicken? Ich glaub's ja nicht. Ja, hab ich gerade die Chance? Ich hab gerade die Chance. Aber immer mehr. Audio. Soundeffekt. Au! Aua! Perfekt. Wer macht das immer mit dem Aufdecken? Marco. Aua, aua, aua. Aua. Aua, aua. Ich brauche einen Drang. Ich brauche einen Drang. Ich habe einen Drang, Drang. Sehr gut. Ah, ich habe wieder keine Muni mehr. Bleib hier rein. Bleib ja, hier. Perfekt. Na, jetzt habe ich mich geheilt. Fuck. Du hast auch einen Support-Spieler dabei. Ja. Mein Heiltrigger war schneller als... Wenn du dich dann schon heilst, kannst du dich aber auch einfach rollen. Dann brichst du das ab. Ah, ja. Naja, das freue ich mich fürs nächste Mal. Ein Ding des Henkers. Ein Ohr. Hey, auf, auf. Da sind vielleicht noch welche. Was? Au. Au! Wer schießt hier mit? Soll der Mist denn? Ah, was passiert hier? Ah, geh weg! What? Wer macht das? Der da unten, der blöde Penner. Wo ist der blöde Penner? Wo? Hinterm Zaun da. Hinterm Zaun! Mach mal die Tür auf. Zack! Den kommen wir holen. Wow! Wow! What? Ich bin tot. Aua! Ja, hol du mal, Marco, ich kümmere mich um die beiden. Oh, das sind zwei Leute. Aua! Das sind die beiden. Lass mal ein bisschen zurück, vorhin. Leute, ein bisschen zurück. Die sind ziemlich heftig. Ich bring die auf, komm mal zurück. Weil die zwei das Tor. Ja. Die sollten wir aus der Ferne beschmeißen. Alter! Oh, Fridtjof, hast du Heilung? Ja, gerade wieder voll. Komm mal wieder raus hier, komm mal wieder hier zurück. Ja, wenn ich nicht gerade out of stamina wäre, würde ich das tun. Dann kommt beide hier hin. Ja, ich komm. Ich bin beim Zaun. Okay. Nice. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diese Pistole liebe? Au! Wow, das sind Standardgegner. Da ist noch einer im Haus. Jetzt sind wir wieder zurück. Also jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind. Da ist im Haus noch einer, wie gesagt. Das ist komische Speedforce, man. Ja. Ach du Kacke. Oh, Sichel-August. Upa. Die ganze Zeit im Husten. Bist ja auch verseucht. Ich hab doch eine Maske auf. Wollen wir uns nochmal zurück an den Checkpoint begeben? Ja, hört sich gut an. Ja, ist ja sehr weit weg gewesen. Aber hier ist noch einer. Nee, wir sind ja eh gerade wieder im Kreis gelaufen. Ja, wir können einfach durch den Shortokato. Ach, hier war der Shortokato? Ja. Ja, das ist die Tür, wo ihr vorhin gesagt habt, öffnet sich nicht. Aha. Wir sind im Kreis gelaufen.
Oh, ja. Weil, wir müssen gleich quasi links auf die Map. Oh, jo. Ja, hör auf zu röcheln, Charakter. Das geht ja gar nicht. Röchel, oh. Röchel, sterb, sterb. Röchel, jö. Ein anderer Spieler wartet am Kristall. Oh, da bin ich. Zack. Pass auf, jetzt kommt die komische Armada nochmal. Jo, alles klar. Ja. Ah, ein bisschen lauter kann ich auch wieder mal. Nein, 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 nein. Ach. Wieso komme ich denn? Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Ich komme immer aus Versehen auf dieses. Kuh. Oh, dein Ernst jetzt? Stirb. Wer auch immer du bist. Danke. Wir haben ein Ohr bekommen. Erhöht nach Töten eines Gegners den Schwachstellenschaden für 10 Sekunden um zusätzlich 50%. Aua. So ein Marco-Ding. Er schießt auf mich. Ja, ich habe aber andere Marco-Dinger. Marco-Dinger? Oh. Au, was ist denn jetzt los? Ah! Ich habe mich doch gerade hier befreit von dieser Scheißfolge. Hast du Ölzeugs mit? Nee, natürlich nicht. Alles in Ordnung bei euch? Okay, wenn du die am Kopf triffst, dann verlieren die ihren Schild mehr oder weniger sofort. Und so, ich hab's gewusst. Angriff wieder. Und der Kopf ist die Schwachstelle. Findet ihr hier die anderen hier? Ja, Entschuldigung, mal erstmal du. Ich finde diese Viecher hier mit dem Umhang, die finde ich irgendwie genial. Die erinnern mich so ein bisschen irgendwie an hier, wie heißt der? Gideon von Star Wars. Grievous? Der mit den vier Armen? Ja, General Grievous. Genau. Oh. Ich finde es sehr angenehm, dass die Gegner tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Taktik haben. Ah, hier, ich habe auch noch unterschiedliche Taktik. Ballern. Ja, aber ich finde das wirklich angenehm. So nicht nur eine stumpfe Horde, die so reinrennt. Manche Gegner versuchen tatsächlich in Deckung zu gehen. Ja, die Truhe da drin habe ich schon aufgelootet. Aufgelootet. Ich wusste nicht mehr, dass es eine Truhe gibt. Aber... Was hat Friedhof gerochen? Er hat gesehen, er gerochen. Oh, da kann ich auflooten. Staubsauger aktiviert. Blutsauger. Ach so, hier sind keine Blutsauger, das sind Blutsauger. So wie bei Sekiro. Genau. Oh Mann, ey. Ah, ein Blutsauger. Sehr gut. Guckt so nach rechts, guckt so nach links, sieht nur so Schatten so geduckt quer durch das Feld huschen. Hm, soll ich da jetzt drauf schießen? Nein, sie haben keine roten Lebensbalken. Perfekt. Ah, müssen wir hinten zur Satellitenschüssel? Wahrscheinlich. Ah, das sieht wirklich aus wie das erste Level von Vermintide 2. Ey. Ja, ja, mega. Ich meine, abseits von der Satellitenschüssel, die habe ich dort nicht gesehen. Nee. Okay. Hinten ist ein leuchtendes Tor, also müssen wir da rein. Man kann nicht aufs Dach, okay. Das wäre ja auch zu einfach. Schade. Marco, da ist man. Ja, immer mit der Ruhe hier. Ich hab mich ein bisschen umgeguckt. Da geht's auf jeden Fall offensichtlicherweise weiter. Echt? Ich meine, es leuchtet gelb. Obviously yellow. Ja, okay. Da hätte man noch runterspringen können. Hätte man, ja. Habe ich gemacht. Ja, ich habe gedacht, na, vielleicht ist da hinten noch irgendwas Krasses, was Cooles. Machen wir kurz leveln. Ach, was leveln hier? Ja, was? Ich habe schon wieder 3 Level-Ups gehabt. Ach, nichts leveln. Ich weiß noch nicht mal, was ich leveln soll. Ist doch nicht mein Problem. Leveln. Ja. Level. Level das Leveln. So, ich level jetzt erstmal nach Ladegeschwindigkeit. Das ist auch gut. Da kann ich nur noch 5 Punkte reinsetzen. Im Moment level ich aber Ausdauerkosten. Es nervt nämlich, dass ich ständig nicht genug Ausdauer habe, um irgendwas zu tun. Ausdauer ist auch schön. Gut, gelevelt. Muss ich sowieso nochmal zurücksetzen. Ich will die ganzen Nahkampf-Scheiß, glaube ich, doch wieder loswerden. Jetzt, wo meine Rüstung nichts mehr bringt. Na, kommt er? Hm? Sehr gut. Weißt du schon, welche Richtung du gehen willst?
voll auf Feuer. Ja, würde ich gern. Also Elementschaden hatte ich ja damals schon cool gefunden. Jetzt habe ich, glaube ich, auch die Menge an Waffen und Effekten und so, die ich für Feuer nutzen kann. Gibt es spezielle Feuersachen eigentlich? Speziell auf Feuer weiß ich nicht, aber Element kannst du... Ich wollte gerade sagen, Elementschaden gibt es, glaube ich. Vielleicht sollte ich mich mal eben schnell auf Element ummünzen. Sphären kann man sich auch nochmal neue kaufen, hast du gesagt, ne? Das heißt, ja, ich meine, ich habe das gesehen beim Händler für 2000 Euro. Achso, ja gut, das geht also ja. Also eigentlich ganz Schnapper. Günstig. Meine 2000 Euro, wir haben ja... Das stimmt, das sind echt Euros. Gibt es? Ja, oh, unten stimmt. Rechts. Wenn du im Menü bist, kannst du deine Euro angucken. Ich glaube, dann setze ich mich mal eben kurz schnell zurück. Ist das okay? Ja, okay. Für euch? Ja, klar. Ich habe damit dann kein Problem. Winchen Gegenstände. War doch die Sphäre, oder? Setz alle aus. Ja. Winchen Gegenstände wirklich verwenden? Ja! Oh, plopp. Ich bin nutzlos. Wo ist Fridtjof? Ey, lauf nicht weiter. Fridtjof? Lass mich erstmal. Ich squatte hier vorne doch nur, Mensch. Ich squatte hier vorne. Was ist das? Squats? So, was brauchen wir denn? Ich brauche Elementschaden, Leute. Was hat denn hier Elementschaden? Hilft mir doch mal eben kurz beim Aufbau. Was haben wir denn? Kritischer Schaden, Status-Modularaufbau, Verbrauchstempo. Wie viel habe ich? Ich habe 111 Eigenschaftspunkte. Ja, da sollte ich was kriegen. Also schnelle Finger will ich auf jeden Fall erstmal auf 15 setzen. Die sind super. Wieso nicht gleich auf 20? Erstmal 15. Erstmal hier ganz, ganz ruhig. Also Vitalität wirst du wahrscheinlich hochpumpen. Vitalität auf jeden Fall. Denn ich brauche, also Vitalität ist, Max ist 20, nicht? Ja. Ja, Vitalität auf 20. Kondition erstmal auf 5. Nahkampfschaden lasse ich weg. Teambonus ist egal. Verringerter Fernschaden? Nein. Wiederbelebung war doch gut, nicht? Ja, so haben wir, glaube ich, alle mit reingenommen. Ja? Auf was habt ihr das gesetzt? Wiederbelebungsrate, wie hieß die Fähigkeit dafür? Erweckungsprediger, genau. Ne? Habe ich auf 20. What? Habe ich erst auf 4. Okay, ich setze es mal 100%, auf 5. 100% Wiederbelebungsrate ist einfach geil. Ich setze es trotzdem erstmal auf 5. Gesundheit bei Verletzungen, aber ich sehe hier nichts mit Elementschaden. Ihr habt mich angelogen. Du brauchst vielleicht. Ich dachte, es gibt sowas. Naja, es gibt aber Status-Mod-Aufbaurate. Wie heißt das Ding? Beschleuniger. Ah, und das Ding macht was? Eigenschaften, Info ein. Erhöht die Mod-Aufbaurate beim Angreifen eines Gegners. Ah, okay. Das ist natürlich ganz geil. Das heißt, meine Feuerbälle würden schneller aufgebaut werden. Dann setze ich das mal auf jeden Fall hoch. Aber bei dem ein Status-Effekt aktiv ist. Das heißt, der muss schon getriggert sein. Heißt? Stimmt, also er muss schon der brennen muss schon, oder so. Der muss schon brennen oder sowas. Ach so. Ja, gut. Besten Fall brennen die alle. Also ich... Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, ich würde Arkanschlag nehmen, oder das ist das Falsche. Das ist nicht das, was wir suchen. Arkanschlag ist nämlich nur für Nahkampf. Fernschaden, Nahkampf... Mod-Aufbaurate, okay. Heileffektivität, was ist denn Heileffektivität? Wie schnell man... Achso, dich, ja. Heilt dich mehr. Altmetallbonus, nice! Streuung und Rückstoß, kritische Chance, kritischer Schaden, Verbrauchstempo, jetzt Elementarwiderstand, erhöht Widerstand gegen Elementarstand, okay. Ausdauerkosten, Gesundheit bei Verletzung. Also Inspiration wäre für dich, glaube ich, auch nicht schlecht. Inspiration habe ich nicht. Schade, weil das erhöht die Mod-Aufbaurate. Ah, wo kriegt man das her? Also ich habe es von Anfang an gehabt. Ach so, weil ich der Exkultist bin und das wird durch das Öffnen des Verstecks mit dem Affenschlüssel im Feld schon wieder dieser scheiß Affenschlüssel erhalten. Ja. Aber das muss ich doch gemacht haben. Müssen wir das vielleicht nochmal machen. Das haben wir. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Haben wir hier irgendwo einen Stein? Können wir mal eben ins Versteck, verdammte Kacke? Du weißt ja nicht, ob es spawnt. Was? Du weißt ja nicht, ob das Event spawnt, wenn du auf der Erde bist.
Doch zufallsgeneriert. Achso, ach, ich dachte, das war irgendwo im Versteck. Nee, nee, das ist im Versteck auf der Erde. Ach so. Ja, gut. Können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal zwischendurch gucken.